Denn wie man sich bettet, so liegt man. Und viele von uns liegen auf einer Matratze von Matratzen Concord. Nach eigener Aussage Europas führender Fachhändler. Wie geht ein so erfolgreiches Unternehmen mit seinen Mitarbeitern um? Genauer gesagt mit seinem Betriebsrat. Edgar Verheyen und Christian Kretschmer sind Hinweisen nachgegangen, die zumindest den Verdacht nahelegen, dass der Branchenprimus nicht wirklich willens ist, das Betriebsverfassungsgesetz auch umzusetzen. Gegen 8 Uhr früh in einem Vorort von Hannover. Stefan Heuer macht sich auf den Weg zur Arbeit. Der Verkäufer bei Matratzen Concord ist lange unterwegs. Mit der Straßenbahn zum Hauptbahnhof, dann weiter mit dem ICE nach Wolfsburg. 90 Minuten pendelt er jeden Morgen. Und das hat, wie er sagt, einen ganz besonderen Grund. Ich war bei Verdi bei einer öffentlichen Veranstaltung. Es ging um meine Betriebsratgründung, um sich zu informieren, wie das so abläuft, was man machen muss. Und ein paar Tage später war mein Chef bei mir zu Hause mit einem anderen Kollegen und hat meine Versetzung vorbeigebracht. Seither pendelt er nach Wolfsburg und zu anderen Filialen. Insgesamt ist er 3 Stunden unterwegs. Schikanen, nur weil er auf einer Verdi-Veranstaltung war? Ist das möglich in einem Unternehmen, das sich als Europas größte Matratzenkette verkauft, sich zu den Besten zählt? Tatsache ist, 861 Filialen hat das Unternehmen bundesweit. Doch nur im Bezirk Braunschweig gibt es einen Betriebsrat mit 3 Mitgliedern. Wenige Tage später treffen wir Stefan Heuer erneut, diesmal vor dem Arbeitsgericht in Hannover. Er hat Matratzen Concord verklagt, will, dass die Versetzung zurückgenommen wird. Er hat einen Unterstützer, Betriebsrat Carsten Knoke aus Braunschweig. Ich begleite ihn deswegen, weil ich als Betriebsrat, ist er in unserem Bezirk eingetreten oder eben hinversetzt worden. Und ich bin gespannt über das heutige Urteil, weil ich die Versetzung einfach als unfair empfinde. Eine Entscheidung gibt es heute nicht. Das Gericht lässt aber erkennen, dass es der Rechtsauffassung von Stefan Heuer zuneigt. Der Anwalt von Matratzen Concord lehnt ein Interview ab. Im Verfahren sagt er, die Versetzung habe nichts mit dem Besuch der Verdi-Veranstaltung zu tun. Auch der Betriebsrat selbst liegt im Dauerclinch mit dem Unternehmen. Seit knapp 10 Monaten ist Carsten Knoke der einzige Betriebsratsvorsitzende im Unternehmen in Braunschweig. Er sehe sich fortlaufenden Schikanen ausgesetzt, erzählt er. Für uns als Betriebsrat ist die Lage eher schwierig. Wir haben gewählt im letzten Jahr im Juli und sind in Nebenschauplätzen gefangen, statt uns aber um die eigentliche Arbeit, die ein Betriebsrat mit sich bringt, kümmern zu können. Rückblick. Die Geschichte beginnt am 17. Juni vergangenen Jahres. Mitarbeiter teilen der Kölner Zentrale mit, dass sie jetzt einen Betriebsrat gründen wollen. Der Grund war in erster Linie der Druck und dessen, dass die Mitarbeiter Arbeit leisten mussten, die sie nicht bezahlt bekommen. Ein Großteil der Mitarbeiter hat morgens angefangen, bereits weit vor Ladenöffnung. Bezahlt wird die Zeit aber erst seit Ladenöffnung. Die Zentrale des Unternehmens liegt in einem Kölner Gewerbegebiet. 5 Tage später, am 22. Juni, noch vor der Wahl, wird Knoke hierher zitiert. Im Gespräch wurde mir dann mitgeteilt, dass man sich eigentlich von mir trennen möchte. Man möchte keinen Betriebsrat im Unternehmen. Bei dem Gespräch soll es auch zu einem unmoralischen Angebot gekommen sein. Zum einen sollte ich rausgekauft werden aus dem Unternehmen. Ich sollte sehr viel Geld erhalten. Wie viel? Im ersten Step war von 40.000 die Rede. Knoke lehnt ab und erhält diesen Brief. Wir versetzen Sie ab dem 23.06., also ab dem nächsten Tag, als Verkäufer. Er wird degradiert vom Bezirksleiter zum Verkäufer. Gleichzeitig bekommen seine Kollegen Besuch von Knokes Nachfolger. Einige Kollegen haben festgehalten, was die Bezirksleitung über Knoke verbreitet. Herr Knoke hat angeblich nur im Büro gesessen und Kaffee getrunken. Und außerdem würde Herr Knoke nur aus Eigeninteresse handeln. Herr Knoke soll nicht gewählt werden, er soll seinen Posten nicht wiederbekommen. Die Geschäftsführung bestreitet, in die Wahlen eingegriffen zu haben. Einige Mitarbeiter hätten sich hier wohl selbst engagiert. Carsten Knoke soll jetzt auch sein Firmenhandy, Laptop und den Dienstwagen abgeben. Doch er wird gewählt. Und er wehrt sich gegen die Maßnahmen vor dem Arbeitsgericht in Braunschweig. Die Firma gibt nach. Sein Arbeitsverhältnis besteht fort, heißt es da. Er muss wieder als Bezirksleiter eingesetzt werden. Die Beklagte, also Matratzen Concord, sei zudem nicht berechtigt, die Herausgabe der Gegenstände, also Laptop, Handy und Dienstwagen, zu verlangen. Eine deutliche Niederlage für den Matratzenmarktführer.
Er vertritt den Betriebsrat juristisch, Rechtsanwalt Detlef Fricke. Er erzählt von einem ganz besonderen Telefonat. Es gab dann am 30.08.2016 ein Telefonat mit dem Prozessbevollmächtigten der Firma Concord. In diesem Telefonat hat mir der Gegenanwalt gesagt, also eine Abfindung von 180.000 Euro sei vorstellbar, aber nur dann, wenn Herr Knurke aus dem Betriebsrat zurücktrete, wenn er sich zur Verschwiegenheit verpflichte. Der Betriebsrat zeigt sich von diesem Angebot unberührt. Ich habe alle Bestechungsversuche kategorisch abgelehnt, weil es wieder meiner Natur ist und ich einfach eklig finde. Matratzen Concord lehnt ein Interview ab. Schriftlich teilte der Geschäftsführer kurz und knapp mit: Wir haben zu keinem Zeitpunkt die Wahl eines Betriebsrats oder dessen Arbeit blockiert oder behindert. Eine interessante Sichtweise. Wie ist das zu bewerten? Wir bitten den Arbeitsmarktexperten Professor Stefan Sell um eine Einschätzung. Wir sind hier konfrontiert mit einem fast schon lehrbuchmäßigen Vorgehen. Eine massive Einschüchterungsstrategie, die verhindern soll, dass es zu etwas kommt, was eigentlich ein Grundrecht der Arbeitnehmer ist, nämlich eine Betriebsratsgründung. Und das läuft immer nach demselben Muster ab. Man versucht, ein, zwei Köpfe, die sich herausgestreckt haben, abzuschlagen, um ein Signal zu senden an die gesamte Belegschaft. Doch die Geschichte ist damit noch nicht zu Ende. Carsten Knoke erzählt, dass das Unternehmen nach erneuter Klage ein Betriebsratsbüro eingerichtet hat. Jeden Tag muss er dorthin. Eine Dreiviertelstunde ist er dafür unterwegs, nur um die Post abzuholen. So, hier ist unser Büro, da oben im dritten Stock. Fernab jeglicher Filialen unserer Firma, weit und breit nichts. Hier haben wir auch keinen Besuch, weil uns findet hier niemand. Fazit: Seit 10 Monaten ist er Betriebsrat. 9 Gerichtstermine konnten ihn bis heute nicht mürbe machen. Doch faktisch haben ihn die permanenten Streitereien lahmgelegt. Wir als Kunden machen Kaufentscheidungen ja nicht nur davon abhängig, ob das Preis-Leistungs-Verhältnis stimmt, sondern auch davon, unter welchen Bedingungen ein Produkt hergestellt und verkauft wird. Und wenn diese Bedingungen nicht in Ordnung sind, dann ist es unsere Entscheidung, Nein zu sagen, auch wenn es gut und günstig ist.